herzlich willkommen. Wir machen aktuell ein Gemeinschaftsprojekt mit der Handwerkskammer Koblenz und der IKK Südwest. Mein Name ist Marc, ich bin Personal- und Gesundheitstrainer und neben mir steht die... Ja, stehe ich, Angelina. Ich arbeite bei der IKK Südwest und bin in der Gesundheitsförderung eingesetzt. Genau, wir beide zeigen euch heute ein paar einfache und simple Übungen, die ihr am Arbeitsplatz oder auch zu Hause relativ gut umsetzen könnt, um da ein bisschen was für euch und eure Gesundheit zu tun. Ganz wichtig dabei für euch, wenn ihr orthopädische Probleme habt oder sonstige Beschwerden, klärt das lieber mit eurem Arzt vorher ab, sodass ihr wirklich gefahrenlos trainieren könnt, denn das Training erfolgt auf Eigenverantwortung. Genau. Wir beide legen dann jetzt los, zeigen euch die Videos und die Übungen, die ihr dann einfach nachtrainieren könnt. Und ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß beim Training. Dann einmal die Knie ganz leicht beugen, Hüft- bis Schulterbreiter Stand, Bauchnabel einmal nach innen ziehen, Gesäß leicht anspannen, die Arme locker neben dem Körper hängen lassen. Und dann fangen wir ganz locker an mit großen Kreisen im Schultergelenk von vorne nach hinten. Lassen die Arme locker hängen, richten uns auf, das Brustbein heben und locker die Schultern kreisen. Jawohl. Große Kreise im Schultergelenk. Und dann machen wir die Kreise kleiner. Das heißt, wir verkleinern stufenweise die Kreise im Schultergelenk, bleiben immer noch aufrecht, das Brustbein ist immer noch angehoben, machen die Kreise noch ein bisschen kleiner, noch kleiner, jawohl, noch kleiner. Und dann haben wir am Ende die ganz kleinen Kreise jetzt, ganz kleine Kreise, sehr schön, und halten einmal kurz an, stopp. Und jetzt gehen wir in die Gegenrichtung, beginnen mit den kleinen Kreisen. Das heißt, wir starten mit den kleinen Kreisen jetzt. Und machen die Kreise stufenweise größer. Die Arme locker hängen lassen, richten uns auf. Das Brustbein ist immer noch angehoben. Jawohl. Genau, bleiben locker, entspannt mal ein bisschen euer Gesicht. Genau, machen große Kreise zum Abschluss. Nochmal ganz große Bewegung. Lockern den Schultergürtel und den Nackenbereich. Bleiben aufrecht. Noch zwei große Kreise. Und locker lassen. Mal kurz ausschütteln. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Übung. Die Schrittstellung bleibt ungefähr gleich. Schulterbreiter Stand, stabil stehen, ganz wichtig auch für den Alltag. Spannen den Bauch wieder an, ziehen den Bauchnabel nach innen, den Po fest, sind wir im unteren Bereich stabil. Jetzt verlagern wir das Gewicht ganz leicht auf ein Bein. Das Standbein bleibt leicht gebeugt, also von der Grundposition langsam rüber. Genau. Starten mit dem linken Standbein. Und jetzt einmal die Arme wie so ein Kolibri in der Flugbewegung einfach auf und ab bewegen. Standbein leicht gebeugt, der Körper ist fest, das Brustbein heben, jawohl. Und den Kolibri arbeiten hier auf Zeit, einfach die Auf- und Abbewegung. Wenn das zu einfach ist, der kann versuchen, das freie Bein zu kreisen. Genau. Bleiben wir mit der Kolibri-Bewegung mit den Armen. Das Brustbein ist immer noch angehoben. Jawohl. Und kreisen mit dem freien Bein. Genau. Gut. Und locker lassen. Ein bisschen ausschütteln. Gehen einmal auf die andere Seite. Wieder erst die Grundposition, Knie leicht gebeugt. Verlagern mit leicht gebeugtem Standbein wieder das Gewicht. Brustbein wieder heben. Grundspannung und den Kolibri. Genau. Wichtig, da versuchen noch wirklich den Kolibri zu machen, nicht die Seemöwe. Das heißt, eine schnelle Auf- und Abbewegung mit den Armen im Schultergelenk, Bauch fest, Brustbein heben. Wenn es zu einfach ist, nehmen wir die Beinkreise dazu. Genau, sehr schön. Schön kreisen, ist koordinativ etwas anspruchsvoller, merkt man dann auch. Etwas schwieriger, aber wem es zu einfach ist, kann das noch ergänzen. Genau. Und locker lassen. Schon mal ausschütteln. Noch eine weitere Variante für alle, die das etwas zu monoton wird auf Dauer. Einmal noch Standbein, wieder leicht beugen, verlagern das Gewicht nochmal in dieselbe Position von eben. Heben jetzt das andere Bein nach vorne an, das Knie ist auf Hüfthöhe. Bringen die Arme nach vorne, Schultern tief, Brustbein heben, Bauch fest. Und jetzt eine Hackbewegung, bisschen wie bei der Massage. Die Auf- und Abbewegung, Schultern sind wieder tief, Standbein leicht gebeugt. Den Atem fließen lassen, bleiben aufrecht, sehr schön. Immer nett lächeln, dann ist die Übung noch nicht ganz so anstrengend. Ja, wieder auf Zeit arbeiten, Brustbein oben, Bauch fest und locker lassen. Gut. Kurze Pause, wieder ein bisschen ausschütteln.
Das einfach mal gönnen zwischendurch, dass der Körper wieder entspannt ist. Gehen auf die andere Seite, Standbein wieder leicht beugen, ziehen das Knie auf Hüfthöhe, bringen die Arme lang nach vorne, Schultern tief, Brustbein heben und hacken. Das Bein einfach mit Spannung in der Luft halten. Das Knie ist auf Hüfthöhe, jawohl. Noch ein bisschen das Brustbein heben, der Bauch ist fest. Wenn ihr mal ausbalanciert, ne, nicht schlimm, einfach den Fuß auftippen und dann wieder anheben, sobald ihr wieder könnt. Könnt auch ein bisschen auf den Körper hören. Letzten Sekunden. Und locker lassen, ja. Gehen wieder zurück in den stabilen Stand. Hüft- bis Schulterbreit, Knie leicht gebeugt. Wieder die Grundspannung, Bauchnabel reinziehen, Po fest. Bring die Arme nach oben. Leicht außen rotiert, der Daumen zeigt nach hinten. Jetzt gehen wir in die Butterfly-Reverse-Bewegung. Ziehen die Arme und die Schulterblätter nach hinten zur Wirbelsäule. Schultern sind tief, Bauchnabel zieht rein, jawohl. Das Tempo könnt ihr selbst bestimmen. Schaut, wie es für euch okay ist. Schultern tief und zieh nach hinten 15 bis 20 Wiederholungen. In die Öffnung arbeiten, ganz wichtig. Der Alltag ist sehr viel nach vorne, in die Verkürzung. Und da versuchen wir jetzt mal ein bisschen in die Aufrichtung wieder zu arbeiten. Jawohl. Schultern tief, Bauchnabel reinziehen, Po fest. Jawohl, sehr gut. Noch zwei, noch eine und locker lassen. Dann gehen wir in die nächste Übung über. Starten jetzt mit dem Einrollen und Aufrollen. Das heißt, wir öffnen den Oberkörper, das Brustbein heben, strecken uns ganz leicht, so ein bisschen wie morgens beim Aufstehen oder nach einer langen Autofahrt. Einfach ein bisschen strecken. Und jetzt fangen wir an, gehen in die Gegenbewegung. Nehmen die Arme etwas nach vorne, nehmen dann erst das Kinn zum Brustbein, rollen erst die Halswirbelsäule ein. Dann gehen wir ganz langsam mit den Schultern nach vorne und rollen nach und nach, Segment für Segment, die Brustwirbelsäule ein. Und gehen jetzt langsam tief, stellen uns ein schweres Gewicht an den Armen vor, das zieht uns Richtung Boden. Werden Wirbel für Wirbel rund, könnt die Knie leicht gebeugt lassen und nach unten einrollen, jeder so weit wie er kann. Man hört auf den eigenen Körper, das Kinn komplett in die Kehlgrube legen, die Halswirbelsäule bleibt komplett eingerollt hier oben, lasst kurz unten, entspannt mal die Position ein bisschen wirken und jetzt langsam wieder aufrollen, Wirbel für Wirbel, von unten nach oben beginnend, Segment für Segment, wie so eine Ziehharmonika wieder aufrollen, ganz am Ende kommt die Brustwirbelsäule und ganz, ganz am Schluss die Halswirbelsäule, öffnen uns noch einmal, genau, Hüfte und Becken leicht nach vorne schieben, Po locker, jawohl, dann gehen wir wieder in die Gegenbewegung. Achte wieder bewusst drauf, womit ihr anfangt. Fang oben an mit der Halswirbelsäule. Also wir arbeiten wirklich jeden einzelnen Bereich der Wirbelsäule stufenweise nach unten ab. Gehen wieder langsam tief, Brustwirbelsäule rollt ein. Wirbel für Wirbel, jawohl, tief gehen. Wenn es zu anstrengend ist, kann die Beine noch ein bisschen mehr beugen. Wer es schafft, kann die Beine auch etwas länger lassen. Einrollen, das Kinn ganz zur Brust, legen das Kinn in die Kehlgrube und da bleibt es auch. Unten kurz halten, sehr schön, schön rund machen, wieder so wie er kann und immer den Atem fließen lassen und wieder langsam aufrollen, Wirbel für Wirbel, von unten beginnend und Segment für Segment für Segment langsam wieder aufrollen. Genau, dann einfach nochmal gerade hinstellen, ganz leicht strecken und locker lassen. Wieder in die Grundposition zurück, unser stabiler Stand, den merken wir uns immer. Hüft- bis Schulterbreite Stützstellung, leicht die Knie, Bauch und Po fest. Dann nehmen wir einen Arm nach vorne, drehen den Arm einmal komplett und ziehen mit der anderen Hand die Finger zum Körper. Genau. Das dehnt die Unterarmflexoren auf, sehr wichtige Übung. Zieht die Schulter noch ein bisschen runter. Genau. Die Partie macht immer oft Probleme. Das ist sowohl bei Handwerkern so, als auch bei Büromenschen durch die Maus- und Tastaturarbeit. Genau, da ist es halt eben ganz wichtig, ein bisschen aufzudehnen und den Bereich regelmäßig ein bisschen zu aktivieren. Und dann wird da auch kein Problem entstehen durch dauerhafte Belastung in den Bereichen. Dann langsam lösen, ein bisschen locker machen. Die zu dehnende Partie immer gut kurz ausschütteln. Dann die andere Seite. Genau, andere Arm geht nach vorne, Handfläche zeigt weg vom Körper. Jawohl. Und jetzt ziehen wir die Finger wieder zum Rumpf, Schulter ein bisschen tief ziehen, ein bisschen Grundspannung im Körper halten.
Jawohl, sehr schön. Schultern noch ein bisschen tief. Genau. Entspannt euer Gesicht. Genau. Wieder ein paar Sekunden halten. Ein bisschen reinspüren in die Partie, die gedehnt wird. Und locker lassen. Gut. Es gibt noch eine Alternativübung zur Dehnung der Unterarmflexoren. Ganz wichtig, um eine Sehnenansatzreizung oder eine Überlastung in dem Bereich zu vermeiden. Deswegen die Übung mal regelmäßig einbauen, einfach um den Bereich ein bisschen zu aktivieren. Dazu nehmen wir die Hände einmal komplett an eine Tischplatte oder eine Werkbank, je nachdem, was gerade in der Nähe ist. Einmal ganz langsam auflegen die Handfläche, komplett auf den Tisch, den Untergrund, mit den Füßen etwas zurücktreten. Die Daumen sind angelegt, die Finger ganz zusammen. Schultern ziehen leicht tief. Jetzt den Schwerpunkt etwas nach hinten verlagern, um eine Dehnung in den Unterarm zu erzeugen. Die Handwurzel schiebt nach unten auf den Tisch und wir halten die Position kurz. Immer ruhig und fließend weiteratmen und nur bis zu eurer individuellen Position gehen, wo ihr sagt, das kann ich gut aushalten, spüre aber eine Dehnung. Soll ein bisschen anstrengend sein, aber es sollte nicht extrem wehtun. Kurz halten die Position, kann man auch mal am Schreibtisch einbauen, auch gut bei Mausarbeit, um den Bereich zu entlasten. Dann langsam wieder mit den Füßen Richtung Tisch treten, die Hände langsam lösen von der Tischplatte, ein bisschen locker machen, Handgelenke ein bisschen kreisen, dann ist der Bereich wieder entspannt und gelockert und das war's schon. Dann kommen wir zur nächsten Übung. Das war die Adler- oder Skispringerübung, nennt man die auch. Da geht es darum, dass wir ein bisschen an der Haltung arbeiten, einmal für den unteren und mittleren Rücken und auch für den Rest. Das heißt, wir ziehen die Arme, Schultern komplett nach hinten, machen eine Retraktion der Schulterblätter hinten, ziehen die zur Wirbelsäule, dann mit geradem Rücken. Die Beine sind ganz leicht gebeugt, aber nicht so viel. Genau, Schultern sind komplett hinten, das ist die Startposition der Übung. Jetzt geht ihr mit den Armen ganz langsam nach vorne und zieht die Arme lang über den Kopf. Der Armwinkel ist fixiert. Daumen und Zeigefinger ziehen zur Decke, Schultern tief. Langer Rücken. Das Kinn ganz leicht zum Brustbein. Kurz oben halten. Die Arme gehen wieder lang zurück. Und direkt wieder nach oben die Arme. Bleiben in der Vorneige, Bauch fest, Rücken gerade. Kurz nach oben, oben halten. Arme gehen wieder lang zurück. Schulterblätter zur Wirbelsäule ziehen. Bauchnabel zieht nach innen. Bleiben lang in der Wirbelsäule. Gehen wieder nach oben, halten kurz oben. Atmen. Gehen wieder langsam zurück. Ziehen die Schulterblätter wieder zur Wirbelsäule. Das Kinn noch ein bisschen zum Brustbein. Druck auf die Füße. Arme gehen wieder lang nach oben. Kurz halten, Schultern tief. Geh noch ein letztes Mal zurück, ziehen die Schulterblätter zur Wirbelsäule. Geh noch ein letztes Mal nach vorne oben, machen uns lang. Länge in den ganzen Rücken. Und dann langsam zurück und aufrichten. Und locker lassen. Gut. Gehen wieder in unsere Grundposition, die haben wir schon geübt. Stabiler Stand, Knie leicht gebeugt, gehen mit dem Po nach hinten raus. Nehmen die Hände von außen an die Oberschenkelaußenseite. Also legen die Hände einfach nur an, etwas oberhalb des Kniegelenks. Das Brustbein heben wir nochmal, wir strecken uns maximal und bringen Länge in den Rücken. Jawohl. Jetzt drücken wir von außen nach innen. Das heißt, wir schieben die Hände von außen gegen die Beine. Die Position verändert sich aber nicht, das heißt, die Beine halten dagegen. Schultern tief, Brust hoch, Bauchnabel reinziehen, feste drücken. Das ist eine rein isometrische Übung für die Gesamtkörperspannung. Bauch, Rücken, Beine, Gesäß, alles dabei. Druck auf die Füße, atmen. Prinzipiell, ihr dürft atmen, ganz wichtig, immer den Atem fließen lassen und halten. Schön Druck geben, Haltezeit ruhig bis zu einer Minute. Feste drücken, atmen und halten. Die Länge bleibt im Rücken, das Kinn bleibt leicht auf der Brust. Sehr gut. Und dann langsam die Spannung rausnehmen und aufrichten. Locker machen. Sehr schön. Geht weiter mit Mobilisation für den gesamten Rücken. Das Becken wird auch etwas integriert in die Übung. Das heißt, wir gehen wieder in die Grundposition von eben. Wir gehen einmal leicht in die Hocke, legen die Hände von oben auf unser Kniegelenk knapp oberhalb, genau, an den Oberschenkel, jawohl. Jetzt geht der Rücken einmal in die Rundung. Wir machen uns maximal rund, ziehen das Kinn in die Kehlgrube, halten kurz.
Gehen in die Gegenbewegung, strecken uns maximal. Kopf kommt in eine Linie zur Wirbelsäule. Genau. Werden wieder rund, machen den Katzenbuckel. Rund, 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 rund. Und wieder strecken. Genau. Einmal rund machen, die ganze Wirbelsäule versuchen durchzubewegen. Die Beine werden etwas gestreckt, machen uns rund. Gehen in die Hocke. Jawohl. Wieder rund, Kinn zur Brust. Sehr schön. Und wieder strecken. Lang machen. Jawohl. Wieder Kinn zur Brust. Rund, 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 rund. Maximal buckeln den Rücken. Und jetzt ein bisschen in die Gegenbewegung wieder reinschieben. Genau. Jawohl. Und noch einmal rund. Und noch ein letztes Mal strecken. Dann machen wir den Rücken einfach nur gerade und richten uns wieder auf. Sehr gut. Ein bisschen locker machen. Schrittstellung ungefähr hüftbreit. Wir machen jetzt eine Übung, die gut ist für die Füße, fürs Fußgewölbe, Plantarfaszie. Auch sehr wichtig, weil man oft viel auf den Füßen steht und die viel belastet werden. Geh mit den Armen einmal nach hinten. Wippen jetzt von der Ferse auf den Vorderfuß. Das heißt, wir machen eine Gewichtsverlagerung. Gehen von der Ferse beginnend auf den Vorderfuß und wieder zurück. Das kann auch mal knacken, das ist nichts Schlimmes. Da wird das Sprunggelenk nochmal ordentlich durchbewegt und aktiviert. Jawohl. Brust ist oben. Öffnen den Oberkörper. Und währenddessen gehen wir von der Ferse auf den Vorderfuß. Die Knie sind leicht gebeugt. Sehr schön. Brustbein heben. Wirklich diese aufrechte Grundhaltung während aller Übungen versuchen wirklich zu üben. Immer das Brustbein heben, stolze Grundhaltung. Sehr gut. Ferse, Vorderfuß, Ferse, Vorderfuß. Genau. Ist auch ein bisschen Koordination mit dabei in der Übung. Wird die Propriozeption trainiert, die Eigenwahrnehmung und Tiefensensibilität sehr wichtig, damit die Muskeln auch gut zusammenarbeiten. Endspurt, einmal noch Ferse. Vorderfuß und locker lassen. Wieder stabiler Stand, gehen aber jetzt etwas weiter nach außen. Also wir krätschen etwas. Schrittstellung wird etwas verbreitert, wir stehen aber immer noch gut und stabil. Nehmen die linke Hand nach unten und den rechten Arm lang nach oben. Dann geben wir Länge und Zug in die Körperflanke, die oben ist. Also Länge und Zug, gehen jetzt seitlich rüber und runter. Jawohl. Arbeiten nur seitlich. Jetzt unten dreimal mit Gefühl ganz leicht federn und dann kommen wir langsam wieder hoch, fließender Wechsel. Nehmen den linken Arm nach oben, Länge und Zug, seitlich rüber und runter in die Lateralflexion. Genau, sehr gut. Dreimal federn mit Gefühl und langsam wieder hochkommen. Genau, wechseln wieder die Seite, das heißt Länge und Zug auf der Gegenseite und rüber und runter. Arbeiten nur seitlich, dreimal federn mit Gefühl, wenn ihr unten angekommen seid. Und dann wechseln wir. Wenn es viermal ist, auch nicht so schlimm. Erst Länge und Zug, seitlich rüber und runter. Genau. Und dreimal federn. Und dann langsam wieder hoch. Eine Runde noch. Einmal tief ziehen in einen Arm, der andere Arm Länge und Zug. Und seitlich rüber und runter. Halten. Und dann dreimal federn. Genau. Endspurt. Letzte Runde. Sehr gut. Kommen wir mal hoch. Länge und Zug. Rüber und runter. Wieder kurz halten, dreimal ziehen und dann langsam lösen. Gut, wieder locker machen. Geschafft, sehr gut. Ein weiteres wichtiges Thema ist rückengerechtes Heben, Tragen und Bewegen. Super wichtig für alle Berufsgruppen oder alle Felder, ob es jetzt beim Einkaufen ist, ob man im Alltag im Job was hebt, trägt und bewegt. Das ist sehr, sehr wichtig und deswegen gucken wir uns das mal an, wie das optimal aussehen sollte. Wir drehen uns jetzt einmal erstmal zur Gewichtslast. Das ist in dem Fall einfach eine Wasserkiste, hat jeder zu Hause. Mal zum Üben. Einfach ein stabiler Stand, das ist immer ganz wichtig. Stabiler, ausbalancierter Stand, das ist der erste wichtige Punkt. Dann möglichst nah ran an die Last. Das ist auch immer schonender. Und dann ist die Bewegung eigentlich ganzheitlich. Das heißt, wir arbeiten aus dem Kniegelenk, aus der Hüfte, aus dem Rücken und aus den Armen. Wir gehen einmal in die Hocke, setzen uns quasi ein bisschen auf den Stuhl, gehen in die Knie. Das heißt, die Beine sind in der Bewegung mit drin, greifen dann die Gewichtslast. Wichtig ist hier, bevor man anhebt, die Schultern tief ziehen, den Bauch fest. Und den unteren Rücken stabil, dass da Spannung ist. Druck auf die Füße,
stemmen die Füße in den Boden, heben dann die Gewichtslast aus den Beinen, aus der Hüfte, aus dem Oberkörper nach oben an und nehmen die Gewichtslast immer körpernah, ganz wichtig. Fester Griff, körpernah. Wenn ihr euch jetzt drehen wollt, um die Gewichtslast irgendwo anders abzustellen, machen wir das immer mit dem ganzen Körper. Das heißt, der ganze Körper dreht sich. Wir machen das nie nur aus der Wirbelsäule. Das heißt, keine Rotation im Rücken, sondern wir drehen uns komplett, um dann eben die Last abzustellen am Zielort. Wenn ihr fertig seid und wollt die Last abstellen, dann geht ihr ganz langsam wieder runter, das Gewicht geht wieder tief. Brust oben, langer Rücken. Gehen langsam tief, Rücken ist gestreckt. Je nachdem, wie die Last ist, vom Abstand, von der Größe, könnt ihr die Beinposition verändern. Das heißt, habt ihr eine etwas größere Last, die ihr unten abstellen wollt, Schrittstellung verbreitern. Dann gehen wir ganz langsam mit geradem Rücken wieder tief. Die Beine werden wieder mitgebeugt, Rücken ist gestreckt. Setzen die Last auf den Boden ab, der Bauch ist fest. Einmal hier nochmal die Spannung kontrollieren, Bauch fest, ne? Der Rücken ist hier stabil. Und dann die Last abstellen und wieder aufrichten. Ich zeige noch einmal kurz die reine Anhebebewegung. Wir gehen nochmal mit geradem Rücken tief. Ausbalancierter, stabiler Stand, fester Griff, Rücken lang, Bauch fest und anheben. Gewichtslast körpernah. Abstellen, selbes Spiel, andersrum. Arme tief, Rücken lang. Eine Linie gesäß bis zum Hinterkopf, abstellen und aufstehen. Jawohl, das war's schon.